Unsere erste Burger-Spezialität führt uns nach Dänemark. Hier trägt man besonders gern dick auf, beim Bœuf-Sandwich. Das bekommt so lange Soße und Toppings obendrauf, bis vom Burger kaum noch was zu sehen ist. In diesem Restaurant in Silkeborg im Norden Dänemarks wollen wir die Soßenbombe probieren. Hier treffen wir Jesper Pedersen. Sein Bœuf-Sandwich wurde gerade erst zum besten Dänemarks gewählt. Es gibt niemanden in Dänemark über 6 Jahre, der nicht weiß, was ein Bœuf-Sandwich ist. Es ist eins der beliebtesten Gerichte hier. Wie fast überall beginnt auch die dänische Version mit einem Rindfleisch-Patty. Das ist aber dann schon alles, was sie mit einem normalen Burger gemeinsam hat. Ein Burger hat normalerweise frischen Salat, frische Tomaten, Gurken und sowas. Auf dem Bœuf-Sandwich ist nichts frisch, sondern fast alles eingelegt. Und dann natürlich die braune Soße. Und die spielt die absolute Hauptrolle, die Bratensoße. Die Dänen lieben ihr braunes Gold. Wir brauchen Soße zu allen unseren Gerichten und die braune Soße ist die absolute Nummer 1 in der dänischen Küche. Die wird wirklich jeden Tag von jeder Hausfrau gekocht, für so gut wie jedes Gericht. Gut, dann eben auch auf dem Burger. Auf die Idee soll der Legende nach ein Hotdog-Standbesitzer gekommen sein. Der hatte von einem USA-Urlaub die Idee mitgebracht, Burger zu verkaufen. Dabei gab es aber ein Problem. Sein Stand hatte nur 2 Herdplatten. Er musste einen Weg finden, seine Fleischpatties warm zu halten, aber es gab keinen Platz mehr. Eine Herdplatte musste auf jeden Fall für die braune Soße reserviert sein. Die gehört ja einfach dazu. Also gab er die Patties in den Soßentopf und konnte so beides gleichzeitig warm halten. Geboren war das Bœuf-Sandwich und wurde daraufhin zum beliebtesten Burger des Landes. In Jespers Soße kommen neben einigen Geheimzutaten vor allem Rotwein, Rinderbouillon, Butter und jede Menge Sahne. Wenn du den Burger zu Hause nachkochen willst, nimm dir für die Soße richtig viel Zeit. Und wenn du die Sahne dazu gibst und du schon das Gefühl hast, jetzt ist viel zu viel Sahne drin, dann gibst du noch einen Extraschuss dazu. Damit die Soße trotz der vielen Sahne schön braun bleibt, gibt Jesper sogar ein wenig Lebensmittelfarbe mit in den Topf. Für die Brötchen empfiehlt Jesper Brioche-Brot mit mindestens 25% Buttergehalt. Die weichen unter der Soße nicht so schnell auf. Denn man braucht viel Soße. Sehr viel. Neben eingelegten Gurken und roter Beete gibt Jesper noch frittierte Zwiebeln auf den Burger. Garniert wird mit hausgemachten Kartoffelchips. Und voilà, fertig ist das dänische Bœuf-Sandwich. Jespers Gäste kommen aus allen Ecken des Landes, nur um seinen berühmten Soßenburger zu probieren. Und wie schmeckt's? Gut, die perfekte Kombination aus Geschmack und Textur. Alles, was du von einer guten Soße erwartest. Perfekt. Wir merken, auch die Gäste haben mehr Augen für ihre Soße als für alles andere. Cremig und opulent. So geht Burger auf Dänisch. Unser nächster Burger wird uns in Japan serviert. Und der sieht schon auf den ersten Blick anders aus. Der Reisburger. Denn hier besteht das Brötchen aus 2 gepressten Reisbuns. Wir sind zu Besuch in Tokio, im Restaurant Okumedoki. Reisburger wurden Ende der 80er Jahre von einer großen japanischen Fastfood-Kette erfunden. Heute gibt es sie in vielen Burgerläden. Das Wichtigste daran? Die Brötchen aus gepresstem Reis. Dafür ist im Okumedoki Tai Yamaguchi zuständig. Um die Brötchen zu machen, eignet sich aber nicht jede Reissorte.
Der japanische Reis unterscheidet sich von anderen Sorten dadurch, dass er ein bisschen klebriger ist und auch eine andere Form hat. Im Ausland gibt es ja vor allem Langkornreis. Sushi-Reis gibt es auch bei uns im Asiamarkt zu kaufen. Alternativ dazu könnte man auch Milchreis nutzen. Wichtig ist, den Reis vor dem Kochen zu waschen. Heute wird der Reis gut gewaschen, also ist er schon sauber. Aber es klebt noch ein wenig Reiskleie auf den Körnern. Der Reis schmeckt besser, wenn man das runterwäscht. 3 bis 4 Runden sollten es schon sein, so Thais Tipp. Ebenso lange, bis das Wasser klar ist. Nach dem Kochen kommt jetzt eine besondere Maschine zum Einsatz. Mit der presst Thai den Reis in Brötchenform. Das ist eigentlich eine Sushi-Maschine für Schnellrestaurants. Aber wir haben hier einen besonderen Einsatz. Deswegen können wir damit auch Reisbuns machen. Die Reisbrötchen kann man aber auch mit der Hand pressen. Damit der Reis zusammenhält, muss Thais Kollegin Chisato die Brötchen anschließend noch anbraten. Wir braten die Buns aus 2 Gründen, damit sie die Form behalten und damit die Oberfläche knusprig wird. Das Krosse obendrauf bildet dann einen guten Kontrast zu dem fluffigen Reis innen drin und so schmeckt der Burger noch viel besser. Auf einen Reisburger passt eigentlich so ziemlich jedes Topping, aber wir bekommen heute eine ganz japanische Variante serviert. Mit Sukiyaki, also mit dünnen Rindfleischstreifen, die Chisato zusammen mit Frühlingszwiebeln in Sojasauce, Sake und Reiskochwein angebraten hat. Und dann ist der Reisburger endlich fertig. Unsere Übersetzerin darf probieren. Wie schmeckt die japanische Burger-Variante? Versucht euch vorzustellen, es ist ein bisschen wie ein Pumpernickel, das man aus Reis gemacht hat und dann gebraten. Wer den Reisburger ungewöhnlich findet, der sollte einen Blick auf diesen Burger werfen. So sah er angeblich ursprünglich aus, ein Stück Fleisch zwischen 2 Toastbrothälften. Zumindest, wenn es nach dem amerikanischen Restaurant Louis Lunch in New Haven, Connecticut geht. Hier wurde der Burger angeblich erfunden. Seit 1895 gibt's hier schon Burger. Zu verdanken haben wir sie einem Zufall, wie uns der aktuelle Restaurantbesitzer Jeff Lassen erzählt. Eines Tages kam ein Kunde und sagte, ich brauche was Schnelles auf die Hand. Mein Urgroßvater grillte Fleischreste, packte sie zwischen 2 Toastscheiben und schickte ihn auf den Weg. Das war alles. Auch gebraten wird noch genau wie damals. Die Grills sind noch original von Jeff Lassens Uropa. 2 Flammen links und rechts braten bis zu 9 Patties gleichmäßig von beiden Seiten. Serviert wird der Burger hier mit Toast. Auch der Toaster ist schon seit 4 Generationen in Betrieb. Alle Geräte sind noch gasbetrieben. Die altertümliche Ausstattung der Küche ist Jeffs ganzer Stolz. Und etwas anderes, das wir beim Burger für selbstverständlich halten, sucht man hier vergebens. Ketchup. Du kannst fragen, aber weit kommst du da nicht. Für alle Bodenständigen also der puristische Urburger. Heutzutage mag es das Heimatland des Burgers jedoch fluffig und vor allem ausladend. Wie diese XXL-Variante beweist: Cheeseburger Sliders. Mit denen hat man gleich ein ganzes Backblech voller Cheeseburger. Praktisch, wenn man viele hungrige Gäste bekochen muss. Wir sind in St. Louis, im mittleren Westen der USA.
Hier sind wir mit Alia verabredet. Oh hey, welcome to my kitchen. Come on in. Alia streamt ihre Kochkünste regelmäßig live im Internet. Heute zeigt sie uns alles rund um Slider. Das ist quasi die Mini-Version eines Burgers. Super, um den mit anderen zu teilen, auf einer Party oder mit der Familie. Laut Theorie kommt der Name Slider davon, dass die Häppchen so schnell den Schlund hinunterrutschen. Für das Patty hat Alia einen Tipp. Jeder hasst es, wenn man vom Zwiebelschneiden weinen muss. Die Dämpfe werden von Feuchtigkeit angezogen. Du kannst also einfach ein bisschen nasse Küchenrolle auf dein Schneidebrett legen und deine Augen bleiben trocken. Und ein möglichst scharfes Messer verwenden. So werden weniger Zellen in der Zwiebel verletzt und weniger reizende Gase geraten in die Augen. Für die Hackfleischmischung braucht Alia neben Zwiebeln nur noch Knoblauchpulver, Paprika und Pfeffer. Überraschend einfach, aber der Hingucker auf jeder Party. Das erste Mal probiert habe ich Slider auf einer schicken Dinnerparty. Das war irgendwie komisch, Burger gelten ja nicht unbedingt als edles Essen. Aber in Fingerfood-Form ist irgendwie alles etwas eleganter. Als Burgerbrötchen verwenden die Amerikaner am liebsten dieses weiche Gebäck, das geschmacklich an unsere Milchbrötchen erinnert. Diese Brötchen sind ein echtes Grundnahrungsmittel. Ich benutze sie am liebsten für French Toast, weil sie an sich schon schön süß sind. Die Süße bekommen die Brötchen durch beigemischten Ananassaft. Viele US-Restaurants servieren das süße Gebäck auch leicht getoastet als Vorspeise. Das Zusammenbauen der Slider geht ganz einfach. Alia belegt nicht ein Brötchen, sondern gleich den ganzen Brotfladen auf einmal. Und auch das Fleisch formt sie nicht zu Patties. Das wird so, wie es ist, auf den Riesenburger gepackt. Durchbraten ist auch nicht notwendig, denn die Slider kommen gleich in den Ofen. Aber erst noch ein bisschen mehr Käse drauf. Man kann jeden Käse dafür verwenden. Ich bevorzuge aber Provolone und Cheddar. Cheddar gibt dir diesen kräftigen Geschmack und der Provolone sorgt für schöne Käsefäden. Für das gewisse Etwas bestreicht Alia die Brötchen noch mit etwas Knoblauchbutter. Darauf kleben dann auch die Sesamsamen besser. 10 Minuten bei 190 Grad im Ofen. Dann ist der amerikanische Party-Klassiker fertig. Euch ist sicher aufgefallen, dass nichts anderes auf den Burgern ist als Fleisch und Käse. Slider sind berühmt dafür, ganz simpel zu sein. Einfach und praktisch. Denn der Riesenburger lässt sich im Nu in viele leckere Mini-Häppchen aufteilen. Unsere nächsten Burger probieren wir in Malaysia. Der zählt hier zu den beliebtesten Fastfoods, der Ramly Burger. Serviert wird der mit einem in Ei eingewickelten und mit Soße gepimpten Patty. Wir reisen in die Hauptstadt Kuala Lumpur. Vor allem auf bei den Touristen beliebten Nachtmärkten sowie in kleinen Vororten wie diesem findet man die sogenannten Ramly-Burger-Stände an fast jeder Ecke, wie etwa den von Burgerverkäufer Tengku. Namensgeber für den Burger ist Ramly bin Mokni, der Anfang der 80er Jahre den Hamburger in Malaysia populär machte. Bin Mokni wollte im muslimisch geprägten Land eine westliche Fastfood-Kette aufbauen. Da musste das Essen natürlich halal sein. Dank der originalen Zutaten, die es in Malaysia in jedem Supermarkt gibt, kann inzwischen jeder den Burger zu Hause selbst machen. Über 25.000 Straßenstandverkäufer wie Tengku haben sich mit den Burgern aber auch selbstständig gemacht. Ein gutes Geschäft. Heute versteht man unter dem Namen Ramly Burger auch die besondere Zubereitungsweise. Ramly
Wir Malaien lieben diesen Burger vor allem, weil wir viel Soße und scharfes Essen mögen. Und die Soßen kommen bei diesem Burger nicht nur auf das Patty. Tengku schneidet mit seinem Pfannenwender vorsichtig durch die Mitte des Fleisches. Das soll dadurch nicht nur gleichmäßiger braten, er kann so die Scheiben mit weißem Pfeffer und den Soßen quasi füllen. Zur Auswahl stehen Mayo, Chili, Käse und scharfe Black Pepper Soße. Immer genau nach Kundenwunsch. Eine Sache darf auf dem malaysischen Burger nie fehlen, das Omelett. Doch statt auf das Patty kommt das Ei drumherum. Tengku will das Fleisch darin einwickeln. Wer auf diese Idee kam, ist nicht bekannt. Ich denke, dass sich das eines Tages ein Kunde so gewünscht hat. Und es kam so gut an, dass es seitdem zur Tradition gehört. Die clevere Wickeltradition hat gleich zwei praktische Vorteile. Dadurch, dass das Ei um das Fleisch herumgewickelt ist, intensiviert es den Geschmack. Außerdem verhindert das Ei, dass die Soßen und Gewürze aus dem Fleisch auslaufen. Zudem stehen die Malaien total auf Eier. Die landen in ungeahnt kreativen Formen, mal gekocht, mal gebraten oder sogar frittiert, in unzähligen Gerichten. Der Wickelburger lässt sich übrigens ganz leicht auch zu Hause nachmachen. Wenn ihr das zu Hause nachkochen wollt, müsst ihr unbedingt eine große Pfanne nehmen. So lässt sich das Ei leichter um das Fleisch falten. Voilà, fertig ist der originale malaiische Streetfood-Burger. Unser Reporter kann es kaum erwarten, die 600-Kalorien-Bombe endlich zu probieren. Also die sind hier auf jeden Fall nicht geizig mit der Soße. Ich würde sagen, das ist der Inbegriff einer Geschmacksexplosion. Funktioniert aber wunderbar mit dem Ei. Schmeckt auf jeden Fall wie kein anderer Burger, den ich jemals vorher gegessen habe. Aber sehr, sehr gut. Clever gewickelt. So einfach und lecker pimpen die Malaien ihren Burger.